Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play um Sie 2 der Omnibus Simulator. Und da fällt dann LKW egal. Wir sind heute wieder auf dem Map Griffrad unterwegs und wie ihr seht haben wir ein neues Gefährt. Also ein etwas älteres, ein sehr älteres. Gab schon zur Omnibus 1 Zeit und zwar den U405N2 von Mercedes-Benz. Und ja, ich habe ihn einfach mal rausgesucht, weil ich finde den ganz hübsch. Es ist leider nicht das Original-Repaint für die Karte, aber es sieht ihm relativ ähnlich. Also wird das einfach mal genommen. Und wie man schon sieht, wir fahren hier zum Clemensplatz U-Bahnhof, die Linie 57. Was sehr interessant bei dem hier finde, das ist ein Mischmasch aus Rollband und Matrix. Finde ich eigentlich ja, ganz interessant. Das ist das gute Stück von innen drin. Relativ laut. Geht halt hier das Mehl und hier auch. Ja gut. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Heizung. Muss auf hier. So, Standheizung brauchen wir nicht. Ein bisschen. Licht kann nicht schaden. Das brauche ich nicht. Der Kollege ist ganz schön laut. Mal die Hilfspfeile an. Abfahrt ist um. Um wann und wo? Dahin ist Abfahrt. Okay. Die ist um 14:24. Mal vor auf 14:20 erstmal. Rein, haben es lösen und ab geht's. Also Wendekreis hat auch einen ganz schön großen Leckum hier. Und was noch zu sagen ist, wir fahren hier die Variante mit geteilter Frontscheibe und hinteren Außenschwenktüren. Ihr seht, so. Und, ah ja, da kommst du schon, da laufen so schnell, das ist ja super. Und der ist echt ganz schön laut. Ich hoffe, man versteht mich noch ganz gut. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Die Kassen ein bisschen blöd platziert, diesen Müll war weit weg, aber... Ja, also sitzen alle. Die auch machen wieder ins Sinn, ist wieder der Boss hier am Start. Ja. Sieht, denke ich, ganz vernünftig aus. Wie gesagt, der Kollege ist echt schon ein bisschen älter. Der schon... Ja, vom Modell her und von... In-Game her auch. Wie gesagt, der war schon zu Omnibus 1 Zeiten einer der nicht besten damals, damaligen Verhältnisse, weil das eigentlich der beste Download-Bus, den du haben konntest. Und er ist heute immer noch nicht schlecht, ne? Darf nicht vergessen, ab und die Texturen sind ein bisschen matschig inzwischen, aber ist nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit, aber ich denke, das kann man verschmerzen, ne? Vor allem, da es inzwischen noch eine Gelenkbus-Variante gibt, die wir auf jeden Fall auch fahren werden. Heizung. Will irgendwie nicht so richtig, egal. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, ne? Jetzt sind 24, haben wir irgendwo eine Uhr. Wir haben nur Datum. Eine Uhr haben wir hier nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Okay, schade. Na dann. So, eine Minute. So, dann fahren wir los. Und ich denke nochmal, dass wir da links abbiegen müssen. Also das ist nicht so, als wäre ein riesiger gelber Pfeil. Okay, die Anzeige ist ein bisschen blöd. Die muss ich vielleicht zumachen.
die sind noch beschissener. Jetzt muss ich kurz von außen gucken. Gott, ist da viel los hier auf der Straße. Gleich nach dem hier. Dem wir können es gehen. Nur die noch ab und dann fahren wir. Jawohl. Und ja, ihr seht, ich habe die Texturprobleme leider immer noch nicht beheben können. Woran das liegt, ich weiß immer noch nicht so ganz genau, aber naja. Werden wir wohl damit leben müssen. Und wir haben ZF-Getriebe. So, nächster Halt am Stromstein. Ja, leider keine Ansagen, das ist aber noch, das ist halt der Bus bedingt. Ich nicht ändern, also das ist alles richtig eingegeben, wie es sein soll, aber gab es halt da noch nicht, ne? Was brauchen Sie eins? Wir haben die 57, also die zweite Ausfahrt nehmen. Will der geradeaus weiter oder wollte nicht? Okay, da ist Völkerwanderung angesagt. Okay, Wandersand. Sind eins. Ausfahrt 2. Können wir nicht lesen, können wir Ausfahrt 2? Wo kam denn der her? Wo kam der her? Was? Was? Auf meiner Spur oder wie? Was hackt? Fängt ja schon mal gut an, ne? Und der Bus ist echt laut, das ist der Wahnsinn. Da muss ich gleich mal kurz Audio einstellen, muss ich die Ton so runterstellen. Sonst dröhst mir das Gehör weg, warte mal. Hallo. Hallo. Optionen. Geräusche. So. Was will der haben? Und Fahrschein ermäßigt. Was ist denn der? 10er, aber 50. Mal so. Mal so. So viel Kleingeld, aber ja, nein. Sind sie alle raus, die Wecker ließen? Ja. Naja. Nächster Halt. Gründerin. Vom Sound her auf jeden Fall besser. Ja. Vom Sound her auf jeden Fall besser. Muss ich ganz klar sagen. Hallo, guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Nächster Halt, Talbrücke. Aber ich habe noch ein paar andere Busse auf Lager, die wir auf jeden Fall mal austesten werden. Da habe ich ein bisschen was. Ich habe ein bisschen was runtergeladen, ne? Da haben wir für die nächsten Folgen ordentlich an Input.
verwenden können und dann missbrauchen können für unsere Tat hier. Ich bin richtig. Ich bin dann richtig. Okay, gut. So eine interessante Haltestelle hier. Er kommt. Put, 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 put. Put, 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 put. Er kommt. Lass mich rein. Next Halt. Was ist das überhaupt? Ich lasse mal das oben links eingeblendet. Nächster Halt, Oberaue. Das stimmt, das glaube ich irgendwie nicht so. Ich habe hier die falsche Route ausgewählt. Ne? Kann das sein? Jetzt gleich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe wirklich den Kurzläufer oder so ausgewählt. Ah, das passt schon eher, ne? Ja, ja. So. Das stimmt schon eher. Matrix stimmt. Will die rein? Nee. So, dale. Jetzt soll das auch stimmen, ne? Hoffentlich. Oh, das war jetzt zu schnell. Nächster Halt, Hoher Ring. Kann man das irgendwie direkt machen? Ob die Tür auch ohne Haltestellenbremse aufgeht, ich denke mal nicht. Nein. Tut sie nicht. Guten Tag. Hallo. So. Also, und schon mal nächster Halt. Am Wulzbach. Wulzbach. Super Name. So, wir gucken jetzt links rum. So. Das ist wieder eine Citroën. Ist im Arsch. Schade. Naja. Zack. Wir stellen Bremse rein. Guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Das sind 8, ne? Ja. Ja, hier, Außenschwenktür. Geht aber schnell. Für eine Außenschwenktür geht das gut. So.
Oh, 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 what the fuck. Treib halt gleich. So, dann voll spannend, ne? Naja. Übrigens, die Umfrage zu dem 100 Abonnenten-Special läuft immer noch, ist immer noch unten verlinkt. Wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr nochmal reinschauen könntet. So. Dauert ja nicht lang, ne? Ist ja nur für nicht mal eine Minute, ne? Würde ich echt freuen, wenn dafür vielleicht kurz Zeit haben, ne? Bülsbach-Teil will keiner einsteigen. Gut, nochmal. Was? Was? Lief da gerade eine? Will der mit? Tatsächlich. Falsche Haltestelle, Kollege. Die ist hier, nicht da. Sachen gibt's. Sind 2 Minuten zu früh. Töne die weiter. Jedenfalls Bülsbachtal, das stimmt nämlich nicht. Oder weiter schalten. Nächster Halt, Rheintalstraße. Ne? Jo. Unhaltewunsch. Anzeige Fenster auch perfekt, die 57 ist links. Ich lasse mal kurz vor. Ah, der will auch links. Aber bei dem rechts, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, guten Tag, guten Tag. War das richtig? Ich glaube, damit kann ich die automatische Türsteuerung, glaube ich, aktivieren, ne? Das könnte zumindest einiges erklären. Das sind wir natürlich aus, ne? Ist ja klar. Ich will meine Türen schön selbstständig betätigen. Nächster Halt. Hummelfeld. Ich habe jetzt mal eine Stadtrandlinie genommen, weil ich dachte, das haben wir noch nicht gesehen und das könnte vielleicht ganz schön sein. Ich finde es auch ganz schön hier, also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich finde es ganz cool. Und ihr?